Schau nicht so vorwurfsvoll. Er hat das bekommen, was er verdient hat. Er hat gefehlt, aber bei weitem nicht in diesem Maße. Da, wo ich herkomme, kann man sich solche Fehler, wie er gemacht hat, nicht erlauben. Gut, gehen wir mit ihm schnell übers Deck. Muss ja nicht unbedingt sein, dass wir die Aufmerksamkeit von jedem auf dem Schiff auf uns ziehen. Ja, Zulamin geht voran, guckt noch ein bisschen nach links und rechts, aber es ist ja nicht viel los auf dem Schiff. Und ja, genau da würde ich in einer von diesen Kajüten da gehen. Die da stehen dann, genau. Nun, jetzt verabreicht ihm den Trunk. Trink das. Ja, schön schlucken, Ismaban. Ja, ihr könnt seinen Kopf so ein bisschen nach hinten buxieren und er wird dann automatisch einen Schluckreflex entwickeln und den Trank dann trinken. Das ist ein Schlaftrank, ne? Der Schlaftrank versetzt ihn prinzipiell eigentlich nicht in einen Schlaf, sondern macht nur, dass seine eigentliche Schlafphase sehr ruhig und erholsam wird. Aber vermutlich hat er eine leicht sedative Wirkung und also durch wie der Typ ist, wird das reichen. Ja, da gehe ich jetzt auch von aus. Also er weigert sich nicht aktiv gegen das Einschlafen. Er hat einfach gar nichts mehr, was ihn gerade irgendwie hindert. Und dementsprechend wird er nach grob 5 Minuten dann noch wegdösen. Gut, sobald ich merke, dass er weggedöst ist, würde ich einen Blick in die Gedanken in der Variante Traumreise machen. Und ich würde mir natürlich Zeit lassen. Traumreise ist um 3 erschwert. Dadurch, dass ich mir Zeit lasse, ist es keine Erschwernis. Und ich lese dann gleich vor, wenn ich den Zauber gewürfelt habe, was der macht. Ah, ein Crit. Woo! Nice! Ja, lese einmal vor. Und zwar... Auf den Träumenden gewirkt, kann der Zaubernde für 6 ASP pro Spielrunde an dessen Träumen teilhaben und auf sie einwirken. Näheres dazu im Kapitel Tödliche Träume, WDZ 69 fortfolgend. Im WDZ steht, ein einfacher Traum entspringt nun den Geist des Träumenden selbst und ist meist vergessen, wenn der Morgen kommt, bla 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 bla. Traumgänger. Eine Person, deren Geist in einen fremden Traum oder eine Halluzination eindringt, je nach Fähigkeit des Traumgängers, kann diese auch Wirklichkeiten des Träumers beeinflussen. Erschaffen von Träumen. Menschlichen Zauberern ist es zwar möglich, in fremde Träume einzudringen und an ihnen herumzumanipulieren, einen Schlafenden in einen Albtraum einzugeben, das vermögen nur Dämonen. Will ich ja auch gar nicht machen. Denn im Traum, und das steht auch auf Seite 69, können auch Ängste gelindert werden. Das bedingt natürlich, dass er träumt. Was dir auffällt, ist, dass du gegen keine Magieresistenz anwirkst. Und wenn du dann ihm hinabsteigst über eine lange schwarze Treppe, dann wirst du in einer Kaverne wieder zu Bewusstsein kommen. Eine große Höhle. Und sie bewegt sich, sie wimmelt. Du siehst auch nicht Ismaban, es gibt hier einfach nichts außer dir selbst. Es ist einfach nur noch eine Höhle. Und die Wände bewegen sich, weil überall Insekten lauern, die sich bewegen. Gewaltige Spinnen, die in ihren Netzen sitzen. Du kannst Egel erkennen in verschiedener Größe. Alles wimmelt und wuselt. Aber hier ist kein Ismaban. Ja, ich würde den Traum dahingehend beeinflussen, dass die Insekten langsam anfangen, einer nach dem anderen sich zu verpuppen und zu wunderschönen Schmetterlingen zu werden. Sodass aus der Angst vor Insekten eine vielleicht sogar Empathie für Insekten erwächst. Also aus dem Negativen etwas Positives zu schaffen. Ja, was machst du mit den Spinnen, die dort sitzen, gewaltig groß, mit ihren 8 Augen, mit ihren gewaltigen Mandibeln, die klicken und klackern. Auch die Spinnen verpuppen sich und werden zu freundlichen Gestalten. Aus allem Negativen wird etwas Positives. Und ich strukturiere die Traumwelt komplett um, und zwar in einen Ort, an dem man sich wohlfühlen kann, an dem man gerne einkehrt. Und am Ende wird aus der Kaverne eine Blumenwiese. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Umkehr dessen, was ich mit meinem
Halluzinationszauber ursprünglich angerichtet habe. Ja, du kannst sehen, wie du dich selbst betrachtest in diesem Traum und du dich selbst noch ein weiteres Mal verpuppst. Und wenn dann der Panzer aufbricht, kannst du sehen, wie dort Ismaban wieder in seinem eigenen Traum erscheint. Ich lege ihm aufmunternd die Hand auf die Schulter, lächle ihn einmal an und würde mich dann aus dem Traum zurückziehen. Denn es ist sein Traum und ich maße es mir nicht an, mehr als über die Natur des Regenerativen hinaus in Träume einzudringen. Also zumindest nicht in seinem Kopf noch weiter rumzupfuschen. Mhm. Okay. Ja. Damit wachst du wieder auf und siehst, wie Ismaban sich im Schlafe gerade den Speichelfaden aus dem Gesicht wischt und sich einmal so ein bisschen zuckend über die Augen streicht, aber er schläft wohl weiter. Einen ruhigen Traum, wenn man das so sagen kann. Viel Traumerfahrung hast du nicht, vor allem waren deine Träume immer schlecht, aber hast du diese Traumwelt ein kleines bisschen besser gemacht. Genau, deshalb wollte ich ihm halt das ersparen, was ich selbst schon durchleiden musste. Nun, es ist geschafft. Ja, ist jetzt alles gut. Er wird aufwachen und wieder der Alte sein, hoffe ich. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Glaube ich, einen Ort gegeben, an den er gerne zurückkehrt. Das ist gut. Zulamin hat neben dem Bett gesessen und leise vor sich hingesummt. Dann wird es wohl das Beste sein, wenn wir ihn schlafen lassen, oder? Ja. Ja, hoffen wir mal nicht, dass er wieder der Alte wird. Das wäre eine Enttäuschung. Sollten wir abschließen, oder denkt ihr, es ist in Ordnung, wenn er einfach aufsteht und umherwandert? Nein, wir sollten abschließen. Sobald er aufwacht, wir werden eine der Goldröcke hier vor die Tür packen. Und sobald er aufwacht, sollen sie uns Bescheid geben. Und er wird denken, dass die Folter nur ein Traum gewesen ist, Baltax? Nun gut, was habt ihr als nächstes vor, Diamantis? Ich habe noch nicht allzu viel oft im Kunchham verbringen müssen, aber ich weiß, dass wir noch eine Menge Zimt auf unserem Schiff haben. Und so wie sich der Kapitän immer über die Finanzen beschwert, werde ich mich dran setzen, dass wir dieses auch wieder loswerden können, zu einem guten Preis, wie ich hoffe. Nun, ihr habt euch in der Stadt aus der Tiefe nicht schlecht angestellt in diesen Dingen. Es freut mich, dass sich jemand darum kümmert. Ja, es bereitet mir nicht großartig Wohlgefallen, aber die Beschwerden des Kapitäns diesbezüglich gehen mir doch ziemlich auf die Nerven. Seitdem ich die Aufgaben von Greifenmund übernommen habe. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich in dieser Rolle fühle. Aber vielleicht mit der neuen Mannschaft, mit den neuen Matrosen, wenn sie etwas disziplinierter sind, kann ich mich da auch wieder einfinden. Ihr könnt erkennen, wie Nedja gerade aus der Tür kommt und ans Deck tritt. Macht sich so ein bisschen größer, atmet die Luft ein und kommt dann auf euch zu. Ja, ich würde sagen, wir bringen Etelius von hier aus in Richtung des Boron-Tempels, wenn ihr gestattet. Dort können wir immer noch von ihm Abschied nehmen, aber ich würde ganz gerne nun dafür sorgen, dass er seine Salbung bekommt. Ja, wir sollten ihn seinen Brüdern und Schwestern überantworten. Wenn ihr möchtet, kann ich mich darum kümmern. Das ist sehr freundlich von euch. Ich werde mich auch bemühen, nun da wir in der Stadt seid, dass ihr wieder Unterstützung erhaltet. Denn es war zwar eigentlich nicht Etelius' Aufgabe, aber am Ende hat er euch doch sehr unterstützt und ich habe das Gefühl, wir hatten ständig Verletzte und Kranke an Bord. Vor allem Verletzte. Ja, aber das ist normal, tatsächlich. Sowohl auf der Schifffahrt als dann eben auch speziell in der blutigen See. Ich hatte sie ja damals mit Sanin bereist, als sie nur das Perlenmeer geheißen wurde, aber Verletzte hatten wir doch regelmäßig. Ich weiß, es gibt ein Terbonitenspital in der Stadt. Vielleicht könnte ich mich dort umhören. Damit wir Schiffsärzte anheuern und ich
vielmehr wieder die Aufgabe einer Hesinde-Geweihten erfüllen kann, meint ihr? Nun, ich würde so oder so Unterstützung für euch besorgen, denn das alles alleine zu machen erscheint mir nun ja eine zu harte Aufgabe für euch. Aber ja, tatsächlich, nun da Kanizitiana von Bord gegangen ist, glaube ich, dass wir auf euren Rat sicher noch in ganz anderem Maße angewiesen sind. Und ihr hattet ja damals gesagt, dass wenn wir euch allzu sehr mit den Aufgaben einer Heilerin belasten, dass ihr dann einfach nicht die Kapazitäten hättet, irgendwas für uns nachzuschlagen. Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben zwar das ein oder andere Buch, aber ich komme tatsächlich wenig dazu, etwas selbst zu schreiben oder etwas nachzulesen. Aber ja, fragt einfach mal bei den Terboniten nach oder wir werden sicherlich Heiler hier finden. Vielleicht nicht unbedingt einen Zargeweihten oder eine Geweihtin. Das würde vielleicht doch den Rahmen des Kapitäns sprengen, aber Terboniten oder Pereine Geweihte sind doch generell hilfreich. Und wir haben einen guten Rat zu Leatmann Freisop. Vielleicht hilft uns das, dass jemand sich unserem Albarans-Kommando anschließen möchte. Nun, meines Wissens ist Leatmon immer noch oben bei Ilsur, oder? Ja, gewiss, aber wir haben der Pereine-Kirche sehr geholfen durch die Rückeroberung der heiligen Quellen. Ich hoffe, dass diese Nachricht auch ein wenig bis nach Kunchom gekommen ist. Ja, selbstverständlich. So etwas spricht sich immer schnell herum. Gerade weil die Stadt zu einem neuen Wallfahrtsort geworden ist und eure Hilfe dabei, selbstverständlich wurde es weitergetragen. Das freut mich zu hören, dass unsere Bemühungen nicht vergebens waren. Gut, dann haben wir, denke ich, alle unsere Aufgaben. Ja. Danke, dass ihr euch um Metilius kümmert. Gerne. Dann wir sehen uns einfach später. Damit geht sie wieder nach drin und währenddessen kannst du erkennen, wie Rafim, Mira, Abelmir und Serpentilio wieder über die Deckplanken auf eure Drachentöter gehen. Ah, Zulamin. Ihr seht nachdenklich aus. Nun, wir sind in dieser Sache ein wenig weitergekommen. Hoffe ich zumindest. Wie geht es Ismaban? Er schläft und wird hoffentlich, wenn er aufwacht, alles für einen schlimmen Traum halten. Ihr wisst ja, wie man in der Rastuhl sagt. Ihr könnt einen Genie nicht zurück in seine Flasche stecken. Ihr könnt, wenn ihr gut genug seid, aber ihr versteht, was ich meine. Besser als ihn über Bord zu werfen. Da scheiden sich wohl die Meinungen. Moralischer, als ihn über Bord zu werfen. Wenn es ihm wieder gut geht, kann er ja das Schiff freiwillig verlassen. Das wird er vermutlich sowieso tun. Ja, das würde ich auch vermuten. Nun, dann wäre dies hier erledigt. Wir haben noch ein Geschäft in der Akademie zu erledigen, nicht wahr? Einige, nicht wahr? Nun ja, einige, ja. Nun, ich müsste ein oder zwei Abstecher in die Bibliothek machen. Ich hoffe auch, ein Fachgespräch mit ein oder zwei der Magier führen zu können. Und ihr wolltet etwas von der Spektabilität, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht sollten wir erst einmal die Spektabilität aufsuchen, um nun ja alle Formalitäten zu klären, bevor wir euch in die Bibliothek entlassen. Nun, ich hoffe zumindest einmal, dass ich mich überhaupt einlassen, aber ja. Ohne mir die letzte Robe auszuziehen. Nun gut. Zulamin, wollt ihr uns begleiten oder habt ihr noch etwas hier zu tun? Nein, ich begleite euch gerne. Ich hatte Boltax versprochen, mich wegen einer Druckerpresse umzuhören. Und die einzige Druckerpresse, die mir in Kunchom bekannt ist, gehört mehr oder weniger der Magierakademie. Nun gut, dann wäre das ein Abwasch, könnte man sagen. Ich denke, Boltax wird wohl noch ein wenig mit Ismaban beschäftigt sein. Aber vielleicht kommt er dann nach. Wo steckt dieser verdammte Darth Wolf? Deckoffizier!
Oh. Er ist nicht auf Deck, Kapitän. Nun, Haaswolf ist wütend von Bord gestapft und ich denke, wir finden ihn wohl im Tempel. Deckoffizier, sorgt dafür, dass das Schiff gut bewacht wird. Nun gut, ich denke, wir können jetzt gehen. Diamantes, willst du mit den Magiern mit oder wollen wir uns nicht lieber den Markt anschauen? Ich habe nichts mit der Magierakademie zu schaffen. Wenn du dich hier einigermaßen an Kunchem auskennst und mir zeigen kannst, wo der Markt ist, ich muss da sowieso hin. Ich wollte noch schauen, ob ich irgendwie einen guten Preis für unser Zimt erhalten. Ja, dann lass uns lieber in Richtung Markt laufen. Ist Zimt in Kunchem verkaufen zu wollen wirklich die beste Idee? Vermutlich ist hier der niedrigste Preis für eine solche Ware außerhalb der Waldinsel zu bekommen. Na, ich wüsste nicht, wo man einen höheren Preis erhalten kann. Sicher weiter höher im Norden, aber ich habe von vielen Händlern gehört, die auch Jared, von Anzeigen... Vestum Valusa? Kanemünde. Und welche dieser Städte werden wir als nächstes anlaufen? Wenn ich den Kapitän richtig verstanden habe, steht zumindest Nersand auf unserer Agenda. Nun, das wird wohl eine Weile noch dauern. Zuerst steht vermutlich Janka an. Sofern ich verstanden habe, steht es aber mit den Schiffsfinanzen nicht besonders gut. Können wir es uns leisten, dir weiterhin auf der Ware herumzusetzen, anstatt sie... Nein. Wenn man bedenkt, nicht. Wie schlecht Salzwasser für Gewürze ist, wäre vermutlich nicht, nein. Nun gut, stellt fest, was ein guter Preis ist und versucht das Beste rauszuholen. Ich weiß zumindest, dass ihr alanfanischen Händler meistens an Kunchum verkaufen hat, haben. Nun, vielleicht solltet ihr einen bornischen Händler aussuchen, dann der wird euch vielleicht einen besseren Preis machen. Wir werden schon wen finden, ich war Diamantis. Und macht keinen Ärger. Ja, was soll das denn jetzt bedeuten? Ja, ihr habt ein gewisses Unruhepotenzial in euch. Will er etwas sagen? Ich bin temperamentvoll. Nun, ich will sagen, dass ihr den Ärger anzieht wie nun ja ein Kuhfladen, die fliegen. Ja, eine mehr als fragliche Aussage möchte ich nochmal an der Stelle unterstreichen. Aber gut, viel Spaß mit eurem Bücherlesen. Ihr hättet sagen müssen, wie ein Gleichnam die Grabwürmer. Wie auch immer. Er hat es verstanden, hoffe ich. Was werden diese beiden wohl wieder anstellen? Naja, lasst uns gehen. Ja, okay, dann möchtest du aufbrechen. Abelmir, wer kommt mit? Ich. Sulamin, Serpentinio und Drafim und Diamantes bleiben hier, ja? Oder gehen woanders hin? Wir gehen zum Markt. Ihr geht zum Markt. Gut, dann bekomme ich bitte. Boltak wird wahrscheinlich mitkommen, vermutlich jemand. Ich sehe den beiden wehmütig hinterher, wenn sie zum Markt verschwinden, aber ich muss mich als Magier natürlich an der Magierakademie blicken lassen. Okay, dann bitte zwei Gassenwissenproben von euren Anführern. Mir ist egal, wen ihr als Anführer bestimmt. Ich würde es gerne machen, ich bin relativ gut in Gassenwisse. Zehn Kontakte vermutlich nicht, oder? Hast du Kontakt in Kunchum? Die Frage, ich war jetzt mal in Kunchum. Hast du einen Hof oder sowas hier? Ja, hat er. Archentöter, zwei Punkte. Genau. Zehn Kontakte dann? Du hast hier keine Kontakte, nein. Dann, du hast gefragt, hat er guten Ruf. Er hat guten Ruf. Aber du hast hier keine Kontakte. Das ist wahr. Zumindest eine nicht in der Frage, Straße. Zählt natürlich hier dieser Kompass, weil ich hier schon mal war? Ich habe keine Ahnung. Innerer Kompass, ja, der zählt. Okay, dann also du hast Kontakte bei der Händlerkaste, also bei den Dachmanis, ja, wenn du da bist und da musstest du dann eine Gassenwissenprobe, aber nicht bei den einzelnen, nicht bei den einfachen Leuten. Okay, ich hab's trotzdem geschafft, wie gesagt. Also Ömer wäre der einzige Kontakt, den du hier hast, aber Ömer ist halt in Yolgomak und nicht in Kunchum. Er hat sich doch schon mit der Spektabilität von hier auf Kunchum auseinandergesetzt. Ja, aber er fragt die Spektabilität doch nicht, wie er da hinkommt. Ja, ist doch egal. Ey, Ocarim, sag mal, wie ich zu deinem Auskomme. Okay. Ich stehe hier irgendwo in einem Kreisel und weiß nicht weiter.
Gut, dann könnt ihr euch über das maraskanische Viertel vorbei am Weltenscheibendiskurs und dem lauten Geplapper, man wird natürlich fragen, wo ihr denn hin wollt, Bruder, Schwester, Fremdigi, wo ihr denn herkommt. So könnt ihr dann folgend am Tempel der ewigen Flamme vorbei, spaltet euch euren Weg dann und Raphim und Diamantis gehen in Richtung des Marktplatzes, wo auch die Terboniten ansässig sind. Und ihr könnt über die verschiedenen Brücken den grünen Menadi hinübergehen, bis ihr dann vor der gewaltigen Drachenei-Akademie steht, die gesäumt wird von den Rittern des immerwährenden Kampfes, die euch missmutig anblicken, euch mustern. Und dann steht ihr davor. Und daneben könnt ihr auch noch erkennen, wie es wohl Ausschilderungen gibt zum Zartempel des Lebens, zur adamantinen Presse, dem Ordenshaus der Grauen Stäbe und selbstverständlich zu dem großen Fürstenpalast. Ja, bleibt hier vor der Drachenei-Akademie stehen. Nun gut, lasst uns hereingehen. Ist die offen? Also die wird wahrscheinlich so eine Art Garten haben drumherum. Also es gibt hier auf alle Fälle ein großes Portal und du siehst, wie dich die Ritter das immer während des Kampfes grimmig anblicken. Ich gehe bloß freundlich zu und gehe weiter, als würde ich hier völlig hingehören. Schwarzmagier, was wollt ihr hier? Das ist nicht eure Akademie. In der Tat. Wir wünschen eine Audienz bei seiner Akademie Spektralität Okarim. Das ist nicht angekündigt. Ist das notwendig? Nun, für einen Schwarzmagier wie euch selbstverständlich. Wen dürfen wir ankündigen? Abel Mirja Morenes, Archentöter, Drachentöter, sucht euch was aus. Also Morenes. Ja. Magister Morenes? Ja. Von welcher Akademie? Sucht euch einen aus. Mirham, Punin, Sarabat. Oh. Mir ziehen sich alle Gesichtszüge zusammen, als er Mirham sagt. Ja, in seinem Gesicht könnt ihr auch wohl erkennen, dass er gerade überlegt. Es interessiert mich nicht, ob ihr Drachentöter seid oder Kapitän. Wir wollen wissen, von welcher Akademie ihr kommt. Und ein sucht euch etwas aus, hilft uns nicht. Punin ist wohl offensichtlich falsch. Betana, deren Kapitän meint Betana. Betana ist zwar mittlerweile nicht mehr weiß, wohl aber grau und nicht schwarz. Haltet mich nicht für einen Narren. Nun, ihr wolltet fragen, von welcher Akademie der Magier abging. Es wäre Betana. Mir hätte so freundlich meine Bitte um Audienz an die betreffenden Stellen weiterzuleiten, damit wir dieses unnötige Warten hier verkürzen können. Er bleibt stehen, da wo er ist, öffnet allerdings wohl die große Flügeltür. Du kannst wohl erkennen, wie ein Luftgenie nach draußen streicht. Blick dich kurz einmal an und flieg dann wieder irgendwie ins Innere des großen hohen Bauwerks. Du kannst den grün geäderten Marmor erkennen und er verschwindet wohl nach kurzem Flug in einem der zahllosen Türmchen und Erkern. Wisst ihr, Kapitän, wir hätten ein deutlich leichteres Vorankommen in diesen Breitengraden, wenn ihr nicht darauf bestehen würdet, überall in einer rein schwarzen Robe aufzulaufen. Nun ja, warum soll ich verstecken? Ihr könnt auch mir das Reden überlassen, wisst ihr? Oh nein, bitte nicht. Also wenn ich euch das Reden überlasse, landen wir irgendwo in einem Akademiegefängnis. Nun, bis jetzt sieht es auch so aus, als wären wir auf bestem Weg dorthin. Ja. Nun, also wenn ihr mir das Reden überlassen würdet, wären wir hineingekommen, zumindest. Ihr seid kein Mitglied der Grauen Gilde, nicht wahr? Also nein. Nun, Ehrenmitglied. Ihr seid kein Mitglied der Grauen Gilde, Punkt. Ich habe diesen Dispens hier. Wartet. Hier. Ich darf einen Stab füllen und so weiter. Ihr seid trotzdem kein Mitglied der Grauen Gilde. Aber sagt, wart ihr nicht das letzte Mal schon bei Okarim? Aber ja. Ich dachte, ihr werdet persönlich mit ihm bekannt. Ja, diese Formalitäten sind furchtbar hier. Also du kannst erkennen, wie der Luftgenie wieder aus einem der Türme durch das Fenster hindurch wieder nach draußen schwebt, fliegt. Und noch bevor er vor euch gelandet ist, wird er schon euch entgegenrufen. Zieht eure Schuhe aus, ihr seid dreckig, ihr stinkt. Barbarische Schmutzfinken, kommt rein. Welche Schuhe? Ihr müsst euch waschen, ihr stinkt. Ich denke, er meint uns, Voltax. Kommt mit.
Nun, das Angebot, uns zu waschen, sollten wir auf keinen Fall ausschlagen. Kein Angebot. Nein, lass ihn. Ich habe irgendwo noch Stollen Nummer 5. Ach, bleib mir weg, ich trete 2 Schritte weg von Boltax. Ja, die Ritter des immerwährenden Kampfes lassen euch dann auch rein. Ihr könnt dann das Hauptgebäude betreten, mit den goldenen Einleger arbeiten, durch ein Gästeportal. Könnt dann auch sehen, wie dort weißgewandete Diener euch empfangen, euch dann dabei helfen, euch zu entkleiden, beziehungsweise auf kleinen Sitzbänken Platz zu nehmen, mit Schalen, mit frischem Wasser, die dort stehen, saubere Tücher, die duften. Und riecht schon so knisternd nach Magie, möchtet ihr meinen. Ihr könnt schon die ein oder anderen Exponate erkennen, die hier auf Tischen liegen oder auch eingeglast. Und ja, alle blinken und funkeln durch Metalle, durch Edelsteine, irgendwelche Exponate, die dann natürlich auch alles Namen haben, mit Wirkungen, die dort aufgeschrieben sind. Und ja, wenn ihr euch dann dort niedergelassen habt, der Genie wird natürlich aufpassen, dass ihr auch dann euch von dem Straßenstaub reinigt, also nicht nur eure Füße, sondern eben auch eure Kleidung von dem Straßenstaub reinigt und euch dann auch Hauspantoffeln anbieten. Bis ihr dann, wenn ihr gewaschen seid, in einen Audienztrakt geführt werdet, wo es schon köstlich nach Tabak riecht, nach einiger Wasserpfeifen, die dort stehen. Und ihr könnt erkennen, wie dort nicht nur Kadil Okarim sitzt, sondern auch ein anderer bärtiger Mann mit einem Rauschebart und einem Tuch auf dem Kopf mit einigen Einlegearbeiten, weitere Genie, die wohl neben ihm sitzen und mitdiskutieren, selbst an der Wasserpfeife ziehen, einen weiteren Luftgin, einen Feuergin und einen Wassergin, die dort wohl wie selbstverständlich sitzen und bei dieser regen Diskussion teilnehmen. Und wenn ihr dann eintretet, könnt ihr auch hören, wie ihr also ihr selbst werdet wohl nicht vorgestellt, aber höchstwahrscheinlich die Spektabilität, denn der Name wird einmal laut herausgerufen. Kadil Okarim al-Sheikh Tabil Litash ibn Tarsaf Okarim al-Kunwukatush ibn Zakaban Okarim al-Amul Sahib Magister Magnus Transformatoricus und Spektabilität von Kunchom.